Christoph und ich sind Leiter Corporate Governance bei der INRATE. Das ist eine Nachhaltigkeits-Ratings-Agentur. Sie haben zum 8. Mal die Firmen analysiert, die kodierten Schweizer Firmen in der Schweiz auf Sachen Nachhaltigkeit. Es hat relativ wenig Veränderungen gegeben in Sachen Corporate Governance, Unternehmensführung, guter Unternehmensführung. Auf was führen Sie das zurück? Also es hat wenig Veränderungen gegeben, vor allem in Bezug auf One Share, One Vote. Also wir haben keine Unternehmen gesehen, wo die Aktienstruktur vereinfacht hat. Nur in einem Fall ist die Stimmrechtsbeschränkung erhöht worden. Sonst kann man sagen, dass sich die Vergütungen eher stabilisiert haben, wenn nicht sogar ein bisschen rückläufig gewesen sind. Und Verwaltungsräte sind diverser geworden, auch internationaler. Wobei man hier auch sagen muss, dass die Unabhängigkeit eher sogar gesunken ist. Eben, relativ wenige Veränderungen. Was sind da Gründe? Ich gehe davon aus, dass ein Haufen Unternehmen auch einmal haben abwarten, was schlussendlich da mit der Aktienrechtsrevision rauskommt und einfach wieder die Sachen dann eher nächstes Jahr aufs Trapez kommen. Wenn man die Rangliste anschaut von den 171 Unternehmen, da fällt auf, es hat eben auch relativ wenig Veränderungen gegeben an der Spitze und am Ende. Geberit, Ascom, weiter an der Spitze, am Schluss Lind und Sprüngli zum Beispiel, Swatch. Wenn man gerade das Beispiel Lind und Sprüngli nimmt, da fällt auf, das ist relativ gut, wenn man den Aktienkurs anschaut von Lind und Sprüngli, auch das Operative, Rekordhoch von der Aktie bzw. dem PS. Aber zweitletzte in der Tabelle, das ist doch ein rechter Unterschied. Ja, also es ist halt so, dass bei der Corporate Governance, die wir als sehr wichtigen strategischen Faktor sehen bei einer Unternehmung, sind identifiziert hat das auch Risiken. Und gerade auch im Fall von Lind und Sprüngli ist natürlich sehr viel auch auf Ernst Stanner fokussiert gewesen und dass sie auch insofern ein Risiko darstellt. Eine schlechte Bewertung bei diesen Unternehmen ganz unten sind, das ist dann auch nicht nur jetzt ein Problem in der Corporate Governance, sondern gibt es eigentlich in allen Bereichen wesentliche Verbesserungsmöglichkeiten. Es geht zum Beispiel um den Stander, der bis jetzt noch ein Doppelmandat hat, ja. Verwaltungsratspräsident und CEO. Also das Risiko eigentlich relativ gross ist, wenn dort mal etwas passieren würde. Kann man das so interpretieren? Ja, also ich meine, es ist sicher grösser als bei einem Unternehmen, das ein bisschen anders aufgestellt ist. Und eben, dann, wie gesagt, es ist ja nicht nur eine Führungsstruktur, sondern es hängt auch zusammen mit der Vergütungspolitik und mit dem Mitwirkungsrecht von den Aktionären, die in den Fällen von den Unternehmen, die ganz weit unten sind im Rating, alles ein bisschen Problemfelder sind. Anderes Thema, der Anteil der Ausländer in der Schweizer Verwaltungsräte, das nimmt immer mehr zu. Es ist jetzt fast zwei Drittel oben. Auf was führen Sie das zurück? Also die Schweizer Unternehmen sind wahrscheinlich noch mehr als andere Unternehmen im Ausland sehr international ausgerichtet. Und insofern macht es natürlich Sinn, dass die Unternehmen dann auch Leute haben mit der Erfahrung in den entsprechenden Märkten. Zudem ist natürlich auch vor allem für die ganz grossen Unternehmen der Schweizer Markt für Verwaltungsrat relativ klein, dass sie sich halt auch weltweit umschauen müssen für die geeignetsten Personen. Also insofern ist das sicher auch positiv zu werten. Sie führen jetzt, beziehungsweise haben das zum 8. Mal durchgeführt, die Studie, das Ranking und das Rating. Wie kommen die Resultate bei den Unternehmen selber an? Werden die wahrgenommen? Also es ist halt so, dass die Unternehmen, die das auch wahrnehmen und auch sich äussern, die sind ein bisschen aufgeschlossener in Sachen Corporate Governance als die Unternehmen, die sich gar nicht äussern zu diesem Thema. Also insofern wird es schon wahrgenommen. Es wird auch gefragt, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und die sind auch die Unternehmen, die sich auch mit uns auseinandersetzen, die sind auch sehr interessiert, um sich zu verbessern in diesem Bereich. Herr Wollendi, danke für die Zeit.